Irgendwie durch das Bild. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle so jetzt hier zu mir gekommen seid. Es geht ja eigentlich heute um Saatgut und weniger um Kräuterapotheke. Aber die Kräuterapotheke hat eben was damit zu tun, dass wir auch das selber machen können und uns selbst versorgen können. Und ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich euch mal ein paar Samen rumgebe. Ein paar Wildsamen, die man eben auch essen kann oder die man sich auch dafür im eigenen Garten zum Beispiel anbauen könnte. Ich gebe mal hier rum, ihr dürft mal immer nur einen probieren bitte, ja? Weil das sind nicht mehr so ganz viele und Bärenklausamen, das ist auch schon, also das ist schon was für die Potenz, das müsst ihr schon wissen, ob ihr das jetzt unbedingt auch wollt. Die schmecken auch ziemlich... Die schmecken auch ziemlich scharf und heftig, also die könnt ihr mahlen und in die Kräuterbutter tun. Dann habe ich hier die essbaren Samen vom Springkraut, vom drüsigen Springkraut, was manche Leute ja nicht so gerne haben, weil es sich so unheimlich ausbreitet und weil es so sehr intensiv auch duftet. Aus den duftenden Blüten kann man übrigens eine Tinktur gegen Fußpilz machen, auch was Feines. Dann habe ich hier die Samen von der Erzengelwurz, eine wunderbare Heilpflanze, die macht sofort die Nase frei. Also ich gebe das hier rum und wenn ihr das so durch die Reihen gebt, oder nee, sagen wir mal hier besser so, ja. Da gibt es weniger Gewusel, dass jeder da mal probieren kann. Dann habe ich die Nachtkerzensamen noch hier. Die Nachtkerzensamen haben wunderbare Omega-6-Fettsäuren gegen Neurodermitis einzunehmen. Kann man einfach ins Müsli tun. Hier habe ich noch die Melde Magenta-Sprayen. Vielleicht kennt ihr die auch. So eine alte Gemüsesorte, 2 Meter hoch, ganz lecker. Und die Brennnesselsamen habe ich vergessen, war vielleicht irgendwie jetzt so ein freudscher Fehler, weiß ich nicht. Weil, also Brennnesselsamen ist so ein Potenzmittel, da muss man vorher wirklich wissen, ob man das nimmt. Brennnesselsamen als Eisen- und Calciumquelle könnte man auch sehr gut annehmen. Dann habe ich hier noch Ulmensamen, die fallen jetzt bald von den Bäumen, die könnt ihr gut auch ins Müsli tun, könnt ihr mal einen von probieren, die schmecken so ein bisschen nussig. Also auch eine Menge Wildsamen kann man einfach essen und kann man sich auch dann selber zu Hause anpflanzen und die dann einfach immer wieder so ernten. Jetzt habt ihr vielleicht auch gedacht, ich hätte schon gleich hier, also ich habe es jetzt nicht so mit dem Alkohol, ich hätte hier schon gleich mein eigenes Bier mitgebracht oder so. Das sind also meine Flaschen, in denen ich selber Tinkturen ansetze. Dunkle Flaschen sind ja teuer in der Apotheke und deswegen habe ich immer hier für 15 Cent Pfand diese Bierflaschen, in denen ich meine Tinkturvorräte ansetze. Kann ich euch also nur raten. Ich bin auch ein bisschen erkältet und habe jetzt mein eigenes Zeug hier mit. Also hier ist Thymian-Tee und hier, das sieht jetzt nicht so appetitlich aus, das ist wirklich reiner Schleim. Den habe ich jetzt gerade mir von so Leinsamen abgepresst, weil das hat jetzt die Stimme so ein bisschen geölt, damit das jetzt hier für den Vortrag noch gerade so hält. Die Kräuterapotheke selbst gemacht, das ist so mein Thema, was mir so sehr am Herzen liegt. Ich möchte so gerne, dass die Leute wieder so in ihre Selbstverantwortung kommen und dass man nicht immer so zu den Apotheken immer nur guckt. Also man kann das meiste wirklich selber machen. Könntet ihr ein bisschen leiser sein, so ganz leise die Gläschen auf und bitte nicht murmeln, weil das wird ja hier alles aufgenommen. Also Kräuterapotheke selbstgemacht soll uns so in diese Eigenverantwortung führen, die unsere Großmütter oder die Menschen, die in den Alpen wohnen, eigentlich so ganz selbstverständlich noch so machen. Es ist auch gar nicht schwer. Man kann selbst sammeln. Selbst hier auch bei uns in den Ballungsgebieten, man muss halt nur wissen, wo man nicht sammeln darf. Das ist für uns vielleicht wichtiger als in den Alpen, ne? Nicht sammeln, wo die Hundetoilette ist, nicht sammeln an den Altlasten, nicht sammeln an den Bahnlinien. Man darf nur eine kleine Menge sammeln. Wenn ich also manchmal so Leute sehe, die mit solchen Wäschekörben aus den Bärlauchwäldern kommen, das auf keinen Fall, gerade in den Bärlauchwäldern jetzt demnächst nicht. Wir dürfen für den persönlichen Gebrauch täglich die Menge eines Blumenstraußes. Also da kriegt man dann schon zusammen seine Apotheke. Das Allerwichtigste, wenn man jetzt selber sammelt, das ist die ganz genaue Pflanzenkenntnis. Ich habe unten an meinem Stand, hier ungefähr hier drunter, so ein Quiz, welche Blüten darf man essen, welche Blüten darf man nicht essen. Das hatten heute Morgen da schon einige gemacht und der Eisenhut war bei den Essbaren gelandet. Also das ist die giftigste Pflanze Europas. Es reicht ein winziges Stück, um jemanden umzubringen. Und das, ja, war jetzt so eine geheime Info. Aber
Das muss man wirklich wissen. Und hier kann man eben zum Beispiel diesen wunderbaren Beinwell, aus dem man eine Tinktur machen kann gegen Gelenkschmerzen, auch aus den Blättern, verwechseln mit dem Fingerhut, wenn man jetzt nicht so ganz genau hinguckt. Dafür muss man am besten mal eine Kräutertour mitmachen oder man besorgt sich die Pflanzen aus einem Kräuterladen und studiert die eben ganz genau. Oder hier bei den Selbstsammeln, ich weiß nicht, ob ihr das hinten so richtig gut sehen könnt. Ja, gut, okay. Das ist hier zum Beispiel der Waldziest mit seinen lila Lippenblüten. Die Lippenblütler haben ja immer Blüten, die so eine Ober- und eine Unterlippe haben, zur Seite gucken. Da gibt es eine ganze Menge im Pink von. Und der eine ist eben der Waldziest, aus dessen Blättern man wunderbare Chips macht. Man pinselt die einfach ein mit ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Paprika, tut die in den Backofen bei 170 Grad, so 10 Minuten. Und dann hat man hier wunderbare Chips, schmecken ein bisschen wie Kartoffelchips. Die Taubnessel tut man roh in Salat. Die hat eine riesige Vitamin-B-Menge, also die größte Vitamin-B-Menge von allen Kräutern. So hoch, dass man wirklich sagen kann, das ist für den Brain, das ist gegen Makuladegeneration zu gebrauchen. Der Gundermann mit seinen lila auch Lippenblüten, der hilft gegen ganz andere Sachen, leitet Schwermetalle aus. Also man muss genau wissen, welche Pflanze man da jetzt hat. Ja, dann kann man das Zeug selber trocknen. Optimal, wie ihr da oben seht, werden die schön ordentlich nebeneinander gelegt. Also ich habe eine Kräuterkollegin, die Celia Nentwich. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr schon gehört habt. Sie hat das schönste Wildkräuterkochbuch der Welt geschrieben. Mittlerweile in dritter Auflage. Also das kann ich euch nur empfehlen. Das ist ein Traum. Und Celia ist eine so eine ganz ordentliche. Und wenn die trocknet, dann legt die so die Wegerichblätter ganz genau nebeneinander. Also ich bin da eher so ein bisschen, bei mir kommt das alles auf so einen Haufen und lass mal irgendwie da trocknen. Da hat jeder so seine Art. Also zeig mir, wie du deine Pflanzen trocknest und ich sag dir, was du für eine Persönlichkeit hast, könnte man vielleicht sagen. Also da oben, das habe ich nur für das Bild so gemacht. Da trocknet der Huflattich übrigens für den Hustentee. Dann könnt ihr das aber auch ganz elegant machen mit so einem Trockengestell. Die kosten beim Manufaktum 150 Euro oder ihr lasst die euch selber, baut die euch selbst. Hier ist so Gaze zwischengespannt und man kann das wunderbar am Fenster trocknen. Oder ihr hängt sie eben als Bündel so an die Decke. Es gibt verschiedenste Anwendungen, da komme ich jetzt mal so nach und nach zu. Ihr habt hier alle den Zettel, wo das draufsteht. Wer jetzt keinen abbekommen hat, ich habe unten am Stand noch welche, der kann sich da nachher da einen abholen. Man kann sich zum Beispiel so ein Kräuterkissen machen, so ein ganz, ganz schönes, ideales. Wie hier ideal, ganz, ganz toll zusammengenäht und an einem Stand. Da hat mir mal ein Mann erzählt, er würde sich immer so unheimlich freuen, wenn seine Waschmaschine eine Socke frisst. Und er würde dann diese einzelne Socke nehmen und würde da diese Kräuter reintun und dann hätte er eben so ein Kräuterkissen und würde dann danach, wenn das sozusagen verbraucht ist, nach 3 Monaten die Socke wegschmeißen. Ja, Tee, Kräutertee ist sicherlich das, was ihr so am häufigsten macht, was ihr am besten kennt. 10 Minuten ziehen lassen, das Wichtigste ist ein Deckel drauf, weil sonst die ätherischen Öle verdunsten. Und einen Kräutertee trinkt man nicht so zum Frühstück oder zum Mittagessen, sondern dazwischen, schluckweise. Sonst kriegt der Körper gar nicht mit, dass ihr ihm so eine feine Pflanzeninfo gegeben habt. Als Beispiel nur hier von Wildkräutern habe ich jetzt mal hier die Tees für die Blase. Das kennt ihr auch alle. Das ist vielleicht für Anfänger so das Erste, wie man anfangen kann, sich selbst Tees zu machen. Jetzt Entschlackung im Frühling durchspülen. Das macht man mit Ackerschachtelhalm, mit Birkenblättern, kann man das ganze Jahr übrigens nehmen, mit Brennnessel natürlich und mit Goldrute. Also ich mache im Moment so eine Amalgamentgiftung und habe alle diese Tees da jetzt sozusagen in so einer großen Mischung und trinke pro Tag 2 Liter und alles mögliche andere auch noch an Kräutern. Aber das ist das, was erstmal die Niere anregt und was es rausschafft. Ja, dann könnt ihr ein Kräuterbad nehmen. Habt ihr vielleicht mit Salbei oder Thymian oder Hopfen oder Mädesüß auch schon mal gemacht. Dafür nehme ich immer die Kräuter, die man im Herbst eigentlich nicht mehr so richtig braucht. Wenn man so im Oktober das Beste abgeerntet hat, alles, was dran noch dran ist, wird getrocknet. Das ist sozusagen die C-Ware, die ist für einen Tee vielleicht nicht gut genug, aber für ein Bad schon.
Und man braucht für ein Bad 50 bis 100 Gramm. Das kann man jetzt sich vielleicht nicht vorstellen. Das ist getrocknet, wirklich so zwei Hände voll. Die muss man auch erstmal sammeln und erstmal haben. Also die ganzen Restkräuter kommen in ein Bad. Oder wenn ich jetzt meine Kräutertees da so angucke und die sind ein Jahr, zwei Jahre alt, dann mache ich die Reste auch alle zusammen und mache daraus entweder ein Bad oder irgendwie so einen Haustee, den ich so tagsüber einfach trinke. Ja, ihr könnt räuchern. Als bekanntestes kennt ihr sicher Salbei oder hier den Beifuß. Das bringt schlechte Energien raus, das desinfiziert so ein bisschen den Raum, das macht eine schöne Energie. Wolf-Dieter Stoll sagt zum Beispiel beim Beifuß immer, das bringt einen so gleich da mit dem Himmel in Kontakt. Also eine sehr schöne Sache. Ihr könnt Öle und Salben machen. Was ich ganz besonders toll finde, eben weil die nur drei Zutaten haben. Also selbst wenn ich mir so eine Velleda-Creme kaufe, die ja nun wirklich komplett bio ist, hat die auch 17 bis 20 Zutaten. Sind auch nicht immer alle deklariert. Jedes Land hat ja noch seine eigene Zutatenlistenverordnung. Auf der gleichen Creme ist dann in Frankreich zum Beispiel eine Zutat mehr drauf, die bei uns oder so anders nicht, woanders nicht gekennzeichnet werden muss. Da weiß ich also nie so richtig, was da drin ist. Also für mich gibt es nur noch Bio-Kosmetik und auf jeden Fall Kosmetik ohne Paraffine, also ohne die Erdölsachen. Also wo Paraffinum Liquidum draufsteht oder Petrolatum als erstes, da hat man ja die Erdölchemie drin. Ich habe lange an Krankenpflegeschulen unterrichtet und an einer, da war also vor meinem Unterricht, war da so Babypflege und dann stand da Penatenöl und auf diesem Penatenöl, das hatten sie gerade also vorher so behandelt da im Kinderkrankenpflegeunterricht, da stand drauf, das absolut beste Babyöl für die Haut, absolut frei von Allergien, also nichts kann man irgendwie, ne, ganz wunderbar. Und dann habe ich geguckt, was das war und das war eine einzige Zutat. Und zwar Paraffinum Liquidum. Also es war nur Erdölchemie da drin, sonst nichts. Das war so der Punkt, das war vor 4 oder 5 Jahren, wo ich gesagt habe, ich bin an dieser Krankenpflegeschule falsch und habe dann auch kurze Zeit später da irgendwie aufgehört. Also sowas kann ich einfach nicht mehr unterstützen. Und wenn ich jetzt hier meine Cremes selber mache, Salben selber mache, dann gibt es hier ein ganz, ganz wunderbares und sehr einfaches Rezept, das kann jeder nachmachen. Können wir vielleicht hinterher die Fragen? Man macht sich erstmal selber sein Heilpflanzenöl. Ich habe heute am Stand schon einige getroffen, die mir gesagt haben, oh, ich habe meine Beinwellsalbe selbst gemacht, ich habe meine Calendula selbst gemacht. Man nimmt einfach seine Wurzel, Beinwell kleingeschnitten oder seine Calendula Blüten kleingeschnitten, legt die in Pflanzenöl 3 Wochen, ungefähr 1:10. Also wenn ich hier so einen Pott mit Öl habe, dann fülle ich den so weit mit kleingeschnittenem Material, stelle das Zeug für 3 Wochen ans Licht. Danach wird das abgegossen und zwar durch ein Tuch. Also durch einen Kaffeefilter läuft es nicht, es muss durch ein Tuch, das kann man hinterher wegschmeißen, das Tuch. Und dieses Öl ist dann sozusagen schon mein Heilöl. Das könnte ich jetzt schon so nehmen, aber ich möchte mir eigentlich nicht ein Heilöl oder ein Öl auf so eine offene Wunde oder so schmieren. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, wie ich da ganz leicht rauskomme. Das eine ist, man verdünnt sich dieses Öl 1:1 mit Kalkwasser aus der Apotheke. Das ist wie so ein Emulgator. Das gibt eine ganz feine Emulsion, ist aber nur 2-3 Tage haltbar. Und damit habe ich meine Emulsion aus 2 Zutaten. Ja? Für Neurodermitiker gibt es ja nichts Besseres, als zum Beispiel Johanniskrautöl mit ein bisschen Kalkwasser vermischt, als Emulsion aufgetragen, sofort der Juckreiz weg. Die eine Seite also 1:1 mit dem Kalkwasser. Die andere Möglichkeit ist, ich habe es dann fertig und mache es 10:1 mit etwas Bienenwachs. Also 100 Milliliter Öl mit 10 Gramm ungefähr Bienenwachs, leicht erwärmen. Und da kriege ich dann so eine Salbe raus. Wenn ich mehr Bienenwachs nehme, ist es härter. Wenn ich weniger Bienenwachs nehme, ist es wie eine weiche Creme. Aber in jedem Fall ist es eine Salbe und keine Creme. Eine Salbe hat nur Fettphase. Ich habe ja nur Öl und Bienenwachs genommen. Und damit wird diese Creme nicht schlecht. Also ich habe zum Teil noch alte im Keller, die benutze ich nicht mehr, aber die werden immer noch gut nach 5 Jahren. Also die werden nicht schlecht im Gegensatz zu 20, 30 anderen Sachen, die wir, als ich bei der Phytaro-Schule gelernt habe, da mal gemacht haben.
Und vieles war dann schlecht oder da muss dann, steht dann drauf, bitte im Kühlschrank aufbewahren. Das heißt, ich stehe dann morgens vorm Kühlschrank und mache da meine Schminke und sowas. Also das finde ich absolut ideal. Die hält lange, die ist aus nur drei Zutaten. Dann kann man vielleicht noch ein Tröpfchen ätherisches Öl dran tun, also zum Beispiel ein Tropfen Lavendelöl. Dann riecht es noch besser. Und damit hat man die einfachste Salbe, die man eben machen kann. Johanniskraut riecht immer wie alter Fisch. Da kann das Johanniskraut nichts zu. Das muss man einfach wissen. Die ersten drei Male, als ich Johanniskrautöl selbst angesetzt habe, habe ich das immer weggeschmissen, weil ich dachte, mein super Bio-Olivenöl wäre schon ranzig geworden. Stimmte nicht. Das Johanniskraut riecht so, da kann es auch nichts für, das riecht einfach so. Und weil das eben so riecht, kann man das kaum ohne einen Tropfen Lavendelöl, finde ich, aushalten. Also auch die Salbe nicht. Die Beinwellsalbe riecht auch nicht besonders toll. Da tue ich mir eigentlich auch immer noch ein schönes ätherisches Öl rein. Während die Pappelknospensalbe einen Duft hat wie Parfüm. Wenn ihr also es schafft, jetzt Pappeln zu erkennen, ohne die Blätter, also am einfachsten bei den Säulenpappeln, kann man nichts falsch machen. Ja? Es gibt keine anderen Bäume, die so säulenmäßig sind. Könnt ihr die Pappelknospen ernten, ganz, ganz klein schneiden und nach diesem Rezept euch Pappelknospenöl machen. Das könnt ihr fast als Parfüm benutzen. Also das ist sowas, sowas göttlich Tolles. Und die Pappelknospensalbe kann man dann für so ziemlich alles gebrauchen. Gegen Juckreiz, gegen Ekzeme, gegen Sonnenbrand, gegen Verbrennungen, gegen entzündete Wunden, gegen Fußpilz. Denn was da drin ist, das ist das Harz von den Pappelknospen, was die Bienen sammeln und zu ihrem Propolis verarbeiten. Das ist also pilzwidrig, gegen Viren, gegen Bakterien, entzündungshemmend, wundheilend. Also ein ganz, ganz wunderbares Zeug. Das ist meine absolute Lieblingssalbe, diese Pappelknospensalbe. Und dann riecht sie eben noch. Also wer Bienen hat, der weiß sofort, ah, das ist dieser Bienengeruch. Die kleiden ja damit ihren Stock aus. Und das ist halt so ein Freund von mir sagt, das war für ihn der himmlischste Duft seiner Kindheit. Sein Vater hatte Bienen und immer dieser Pappelknospenduft. Gut, jetzt wisst ihr also, wie ihr schon eure Heilsalbe machen könnt. Ihr braucht jetzt keine antibiotischen Salben mehr, kein Bepanthen mehr, kein sonstiges. Mein Hauptteil meiner Apotheke besteht aus Tinkturen. Das ist auch ganz einfach. Man füllt getrocknete Kräuter, getrocknete, nicht getrocknete, frische für die Urtinkturen in so ein Glas, klein geschnitten und füllt das bis oben hin. Ich mache immer mit Wodka auf. Dann lässt man das auch 3 Wochen stehen, kippt das durch ein Sieb und einen Kaffeefilter, fertig. Anders sind die Tinkturen, die man in der Apotheke kauft, auch nicht. Wir sind immer so ehrfürchtig, wenn wir in der Apotheke so etwas kaufen und dann ist das in Pappe eingepackt mit so einem langen Beipackzettel. Wir können das selber machen. Also was wir hier machen, wenn wir die frischen Kräuter einlegen in dieser Art und das auch jeden Tag schütteln, dann haben wir das Rezept der Firma Ceres Urtinkturen nachgemacht. Und damit transportiert man auch das Wesen der Pflanze. Also viele Pflanzen haben auch eine wesenhafte Bedeutung, so wie der Storchschnabel zum Beispiel als Rescue-Kraut sofort vom Schock hilft. Oder die Wermut. Tropfen ein, wenn man so wirklich depressiv in der Ecke hängt, sofort in die Schuhe stellen. Also diese We Wirkung können wir, wenn wir die frischen Biopflanzen mit Liebe gesammelt, selbst ordentlich verarbeitet, so eben herrichten, nicht in der Smoothie-Maschine. Das haut natürlich das Wesen kaputt, schön mit der Hand geschnitten. Gut, das sind meine Hauptanwendungen für die Tinkturen. Als Vorrat habe ich dann hier solche Flaschen, weil mir die anderen braunen Flaschen zu teuer sind. Also ich kaufe die hier für 15 Cent, dann werden die ausgekocht und dann werden die halt als Tinktur Vorrat genommen. Und wenn man es dann verabreichen will, früher war das immer, wenn ich der Oma dann sowas selber gemacht habe und habe gesagt, hier, nimm mal, da hat die gesagt, das hast du ja gemacht, das kann ich jetzt nicht nehmen. Und dann habe ich schön hier Etiketten getippt. So, jetzt nimmt die Oma das nämlich auch. Okay. Gut, habe ich gerade schon erzählt. Ungefähr 2 Jahre sind die haltbar. Also ich habe bei mir zu Hause, das ist nur hier das halbe Regal. Also ich habe ungefähr dreimal so viel Zeug da alphabetisch geordnet mittlerweile, was ich zu meinen
Kursen halt mitnehme, so eher so als Demonstration. Diese kleinen Gläschen, das ist mehr so, wie soll ich sagen, irgendwie so ein, ja, so ein Fake, wenn man jetzt denkt, und wenn ich jetzt wirklich mal erkältet bin, das würde dann irgendwie ausreichen. Wenn ich wirklich was brauche, dann muss ich wirklich eimerweise sammeln. Also jetzt dafür meine, ich will jetzt Entgiftungstherapie machen, da habe ich wirklich solche Säcke mit Ackerschachtelhalm und Goldrute und so selbst gesammelt, weil das sonst überhaupt gar nicht reicht für die vielen Wochen. Ja, zum Beispiel die Rescue-Tropfen. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt hier. Das ist der stinkende Storchschnabel. Der wächst eigentlich neben jeder Mülltonne. Der ist im Grunde überall, wo man ihn braucht, an den Straßen da. Das ist also ein wunderbares Entgiftungskraut, was ich für mich jetzt auch nehme, was zum Teil auch Schwermetalle rausbringt, was als Liebeskraut ganz, ganz, ja, Hildegard von Bingen hatte es schon als Liebeskraut, also ein vielfältiges Kraut. Dann kennt ihr vielleicht das Mädesüß, die Spierstaude auch genannt. Früher hieß sie ja Spierstaude. Und der Name Aspirin kommt ursprünglich von dieser Spierstaude. Das erste Aspirin war also aus diesem Mädesüß. Heute ist Aspirin nur noch Chemie. Ich möchte lieber diese Spierstaude, die gleichzeitig nämlich noch Sachen hat, die die Blase anregt und die schön den Magen schützt und die wunderbar duftet. Also die Spierstaude-Tinktur, die kann man gleichzeitig auch als Parfüm nehmen. Ja, dann kann man Sirup machen. Das ist so etwas, was bei Kindern sicherlich sehr beliebt ist. Die möchten nicht oder sollen auch nicht die Tinkturen mit dem hohen Alkoholgehalt. Also man kann eine Tinktur auch ohne Alkohol machen. Man kann das zum Beispiel auch in Essig ansetzen. Das war so etwas, wie Hildegard von Bingen das gemacht hat. Die hatte nicht diesen Wodka, sondern die hat es in Essig angesetzt oder die hat ihre Kräuter in Wein gekocht. Und dann wollten natürlich immer gerne alle krank sein, weil sie dann so einen süß, schönen, leckeren, gesüßten Wein da kriegten. Also wir können jetzt auch Sirup machen. Dazu nimmt man einfach gleiche Menge Zucker, gleiche Menge Wasser und ungefähr auf diese Menge, sag mal so 10 Stängel Kraut, sagen wir jetzt mal Lavendel, Stängel hätte ich genommen oder Wegerich als Hustentinktur, vielleicht so 20 Blätter oder Thymianstängel oder Salbei oder Lakritz, da geht es, gibt einen wunderbaren Likör, Sirup. Gut, das wird dann kurz aufgekocht, abgeseiht und fertig. Also auch im Gelände gibt es die Apotheke. Wenn ich also unterwegs bin, habe ich eigentlich die meisten Sachen, die ich so brauche, direkt vor Ort. Wenn man zum Beispiel juckende Insektenstiche hat oder man ist von einer Wespe gestochen worden, hatten wir mal bei einem Bildungsurlaub in Möhnesee, dass da in eine Wespe getreten. Und dann haben wir sofort Spitzwegerichsaft, ging barfuß, Barfußgänger, und haben wir sofort Spitzwegerich gequetscht, gekaut und haben das dann so da drunter, hat dann eine Socke angezogen mit dem Zeug da drin. Das war nicht dick, nichts, gar nichts. Ein anderes Mal hatten wir ähnliche Sache, Wespenstich, wir hatten kein Kraut, nichts dabei, der hatte dann 3 Tage so einen dicken Fuß. Also da kann man sich sehr schnell sehr gut helfen. Wegerich ist so der Standard, das kennt jeder, das muss man aber erstmal richtig zerkauen, damit man das Zeug da rauskriegt. Viel schneller und einfacher helfen die Blätter vom drüsigen Springkraut. Wer kennt das nicht? Ja, also die meisten kennen das, so der größte Teil kennt das. Das ist ja dieser schöne Pflanze mit Migrationshintergrund, die aus Indien kommt, die mal als Zierpflanze Orchidee des kleinen Mannes oder Palast des Maharaja, wie sie in Indien sagen, zu uns kam, so als Orchideenersatz und sich dann ausgebreitet hat, wie verrückt. Die Samen springen 5 Meter weit. Eine Pflanze kann bis zu 34.000 Samen oder ein Pflanzenbestand von 1 Meter kann bis zu 34.000 Samen haben. Und die hat sich sozusagen den Weg durch den ganzen Kontinent freigeschossen. In England auf der Liste der abschießenswürdigen Pflanzen. In England ist es so, wenn jemand die im Garten hat, kriegt er ein richtig schlimmes Bußgeld. Ich war in Cornwall mal und da hatten die so eine
eine kleine Zone, Danger, Aggressive Plant oder irgendwie sowas stand da dran. Und das war so eine kleine Testfläche vom Landwirtschaftsministerium, wo getestet wurde, ob die jetzt auf Pestizide reagiert oder so. Also ich liebe sie sehr als Heilpflanze. Erstmal kann man die Samen essen, dann kann man die Blüte essen und dann kann man eben diese Blätter als Heilmittel auf Wunden direkt im Gelände verwenden. Wolltest du was zwischendurch? Du hast noch 5 Minuten. Bitte? Du hast noch 5 Minuten. Ach so, das wolltest du sagen. Okay. Okay, also das ist meine Geländeapotheke. Die Geländeapotheke gibt es noch mehr gegen Brennnesseljucken, zum Beispiel die Knoblauchrauke, sehr gut wirksam, schöne saftige Blätter. Ampfer auch und der Wegerich. Und als blutstillendes Kraut, Wegerich, Hirtentäschel, aber auch die Schafgarbe kann ich direkt nehmen. Wenn ich an der Ruhr unterwegs bin mit der Radtour oder sowas und ich habe nur Wasser dabei und ich finde zum Beispiel das Mädesüß oder die Wasserminze am Wasser, kann ich mir das sofort, ne, in die Flasche schütteln und dann kann man auch kalt sich da so eine Limo ansetzen. Ja, oder auch das Schöllkraut kommt jetzt so als erstes schon raus. Der gelbe Milchsaft aus den Blättern hilft gegen Warzen. Ganz wunderbare Sache. Ja, Pflanzen für alle Fälle. Man kann die Pflanzen natürlich auch essen. Ich hatte euch ja schon so einen Zettel verteilt, wo die Vitamingehalte der Pflanzen drauf sind. Und wenn ihr da mal in Ruhe drauf schaut, dann werdet ihr feststellen, dass zum Beispiel der Giersch schon fast 20 Mal mehr Vitamin C hat als der normale Kopfsalat aus dem Laden. Es lohnt sich also, diese Kräuter als Gesundheitsvorsorge auch zu essen. Es lohnt sich unwahrscheinlich, die Brennnesseln zu essen. Die haben nämlich einen sehr hohen Eisengehalt. Sie haben 600 Milligramm Kalzium pro 100 Gramm. Das ist ungefähr 5-mal mehr als in Milch ist. Das ist also das wahre Kraut gegen Osteoporose. Als Tee ist es nierenanregend. Die Wurzeln helfen bei Prostataleiden. Also viele von diesen ganz normalen Pflanzen kann man als wunderbare Apotheke benutzen. Also ihr könnt die auch alle essen. Ich habe immer mal wieder so ein Vortrag gehalten oder so ein Kapitel über Rasensalat. Also damit habe ich große Teile von meinem Stadtkräuterbuch. Also ich habe 4 Bücher geschrieben. Das vierte war das Stadtkräuterbuch. Da war die Frage, was soll ich denn jetzt bloß in der Stadt? Da ist doch nichts. Ja. Und dann bin ich da in die Stadt, in Stadtparks gegangen, in Berlin, in München, in Hamburg. Da gibt es Rasensalat. Und der Rasensalat, der hat alles, was ich brauche. Löwenzahn für die Nieren, Ehrenpreis gegen Pickel. Gänseblümchen auch für schöne Haut, auch lecker Eiweiß drin, noch ein bisschen der Klee vielleicht dazwischen. Also Rasen kann man jetzt wunderbar zu Salat verarbeiten. So, jetzt bin ich auch soweit. Wenn ihr mehr wissen möchtet, also die ganz ausführliche Apotheke mit langen, langen Pflanzenlisten und Bildern dazu, die findet ihr in Paradies in Grün. Auch ganz viel über essbare Städte da drin. Dann habe ich die beiden Kräutertourführer. Das heißt, ihr könnt die Touren, die Kräutertouren da ohne mich gehen und kriegt rechts und links am Wegesrand diese Kräuter beschrieben, auch mit Anwendungen. Die beziehen sich hauptsächlich auf das Ruhrgebiet, diese Touren. Und das Stadtkräuterbuch, also da hat man mir so ein bisschen die Systematik aufgezwungen. Da musste ich systematisch mal meine 10 besten essbaren Kräuter und meine 10 besten Kräuter für die Apotheke schreiben und habe ich dann auch gemacht und zwischendurch viele, viele Geschichten darüber, was eigentlich der Grund für die wahre Schönheit und dieses heitere Wesen der Karnickel ist und so. Also das ist sehr lustig geworden, von Wolf-Dieter Stoll empfohlen. Wenn ihr das kaufen möchtet, ein paar habe ich noch am Stand, sonst kriegt ihr die auch alle über Amazon. Jetzt ist meine Zeit um und jetzt frage ich euch, ob ihr Fragen habt.